Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play, den Status. Nein, eigentlich wollte ich nicht den Status aufrufen, aber wir können uns nochmal ansehen, was wir alles haben. Das ist super toll, ne? Ja, mehr. Okay, damit haben wir jetzt 10 Sekunden unseres Lebens verschwendet auf zur Burg von Girard. Wundert mich, dass die Brücke kein Level ist. Die Brücke von Girard. Hä? Hätte doch was. Lange, große Brücke, Sonnenuntergang. Okay, wir haben schon Nacht, das ist ja egal. Interessant allerdings, dass wir ein Schwert der Sonnen haben, wenn man so möchte, und das hier alles in der Nacht machen. Nicht, dass mein Schwert so abgetrieben ist oder so, das wäre ja recht unvorteilhaft. Dann hätte ich die Münze da draus mitgenommen, hätte ich schon 600 Münzen. 600 kleine feine Münzen. Oder so, naja, dann auch. Oh, Riesenritter. Er ist riesig und ritterlich. Also ja, obwohl man den Gegnern Schaden zufügen kann, ist so ein Riesenschwert schon gar nicht mal so verkehrt. Eiszauber Stufe 3 erreicht. Der Eisstrahl ist jetzt noch stärker. Wow. Wäre jetzt cool, wenn ich die ganze Zeit Eismagie benutzen würde. Aber ja, ich glaube, Level 3 ist sogar der höchste Level. Kann man mich aber gerne korrigieren. Der Punkt ist eigentlich meiner Meinung nach nur... Das ist Stufe 3 Magie von Eis. Erstmal mit Stufe 2 Heilung oder sowas. Aber dann wiederum, ich kämpfe hier mal mit... What the fuck bist du? War cooler. Ich stecke hier nur so ein bisschen blöde fest. Das ist mein Problem. Das, ich würde ja gerne da weg, aber ich stecke fest hier. Oh, come on! Makula, was soll der Mist? Wow. Ja. Das ist total schmeichelhaft, aber tatsächlich, ich steckte im Makula fest. Das ist... Ups. Könnt ihr es aber mal sehen, jetzt habe ich 549 Münzen, weil 50 Münzen ein extra Leben ergeben. Wäre jetzt trotzdem glücklicher darüber gewesen, nicht eben festzustecken, aber das war meine eigene Schuld. Mit dem Move habe ich mich da echt in ihn reingeschossen. Ja, Mann. Das ist natürlich trotzdem ein fetter Design-Flaw, ne? Aber naja, egal. Dann eben nochmal. Nur in schön. Ohne festzustecken. Nur in schön. Hallo, Riesenritter, mal wieder. Einfach immer vorsichtig wegspringen, dann passt das schon. Flasche mitnehmen, Buch mitnehmen. Kennen wir schon die Erläuterung. Weiter, 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 weiter. Die vergeudete Zeit wiederholen. Ach, trotzdem, unglaublich. Steckt man einfach fest im Bakula. Ne? Kein schwerer Gegner, aber steckt man in ihm fest, wiederholt er diesen blöden Move und man kommt halt zu nichts. Das ist schon traurig. Ich finde es auch traurig, dass ich so mein erstes Leben lassen musste. Indem ich im Gegner feststecke. Also, aber egal, es geht vorwärts. Nicht lange damit aufhalten, dass das voller Bullshit war. Nein, wir machen einfach weiter. Das sind halt echte Actionhelden. Ich glaube, ein bisschen mehr HP, immer noch wunderbar. Schon sind wir im nächsten Gebiet, weil, keine Ahnung, die PlayStation haben so lange Gebiete nicht laden können, also ich weiß es nicht. Au. Das ist ein Problem, Mann. Hat er sich gerade von Ambus treffen lassen? Das ist ja fast ein Armutszeugnis hier. Die Wachen sind so top ausgebildet, dass sie sich von den eigenen Armbrüsten treffen lassen.
Und mit Wachen meine ich halt nur Dämonenpanzer, aber trotzdem, der bleibt bestehen. Wenigstens habe ich fast mein Geld wieder. Ich plane ja tatsächlich nicht oft zu sterben oder gar nicht zu sterben. Ich würde jetzt eigentlich den Glitch schon auch nicht unbedingt so zählen wollen, aber... Einmal ist keinmal. Es ist ja fast schon geschenkt. Da ist Gesundheit, da ist ein frischer Magier. Wo ist denn dann der zweite Gegner? Das ist kein zweiter Gegner, das ist nur ein Magier, der so ein bisschen Müll macht hier. Na toll. Zweiter Magier kommt erst, wenn erster Magier tot ist. Kunden verleben oder was? Au. Ja. So, können wir uns einmal zwischenheilen. Schon mal die greifen. Und erledigt. Sonst noch Wünsche, Vorstellungen, Ideen hier? Nein! Nicht mal ein Zauberbuch. Das ist ein Magier. Hallo? Hätte man mir mal ein Zauberbuch geben können. Riesenritter hat eins, aber hier nicht. Nee, nee, nee. Ich weiß gar nicht, ob man unabhängig von der Route... Ich wiederhole das jetzt nochmal, weil ich es schon zigmal in den Kommentaren erwähnen musste. Es gibt drei Routen im Spiel. Ab Stufe 4 ist, glaube ich, alles mehr oder minder gleich, außer der Charakter. Und ich weiß nicht, ob man auf jeder Route jeden Zauber auf Stufe 3 kriegt. Weil wie ihr seht, jetzt ist Eismagie halt ziemlich gut drauf, ne? Die Dämonen auf dem Weg sind alle tot. Ein neues Schwert ist freigesetzt. Thomas, jemand ist mit einem neuen magischen Schwert gekommen. Töte ihn. Magisch. Ein magisches Schwert? Ich werde nicht aufgeben! Ein magisches Schwert! Ich werde nicht aufgeben! Na, du scheinst ja schon jetzt auseinanderzufallen. Du hast die Stärke der übertragenen Drachenzellen. Bist du nicht zufrieden? Vielleicht hast du auf etwas anderes gehofft. Ja, stimmt tatsächlich. Ein Geruch, der Geruch von Magie, der Geruch eines magischen Schwertes. Alter Mann, ich will mein Schwert. Noch ein magisches Schwert, gib es her. Alter Mann, hast du es aufgegeben, ein Mensch zu sein? Scheint so, ne? Okay, Zeit für den Bosskampf gegen Thomas. Kann ich den überhaupt treffen da? Yeah. Tja, Thomas, tut mich nicht sorry. Nicht so wirklich zumindest. Komm, lass mich hauen. Ne? Ja. Er hat sich jetzt voll geheilt? What the fuck? Krasse Sache. Jetzt. Ja, wenigstens ist er nicht voll geheilt, ne? Überlebt allerdings tatsächlich mit so einem 40 in Energie wieder. Ist ja auch typisch, ne? Typisch Boss.
Ja, ja. Aua. Ich wollte gerade sagen, trifft mich ja eh nicht. Ja. Trifft mich halt doch. Ach, egal. Ja, komm schon. Was ist jetzt? Dämlicher alter Mann. Aufzugeben, ein Mensch zu sein bedeutet aufzugeben, zu leben. Oder so. Na, guter Versuch. Aua, das tut weh. Hey, lauf nicht weg. Gib mir mein Schwert. Ich zieh mich zurück. Au, aua. What the? Alter. Anwesen des Zomas. Again. Ja, einmal eine volle Rundreise hier. Warum auch nicht? Hallo, alter Mann. Willkommen, ich habe heute viel zu verkaufen und zwar ganz viele Potions, die ich nicht haben will. Die nicht mal ich haben will. Wer hab ich bald wieder? Ich bin immer hier. Immer. Ich habe deinen Bruder getroffen. Ich habe das magische Schwert. Nichts, keine Reaktion, gar nichts. Mein Gott. Dann gehen wir zur Vordertür. Ist in Ordnung. Hätte auch sein können, dass der Händler einen Geheimweg kennt oder so. Nein. Ja, da wären wir wieder. Anwesen des Thomas. Nummer 2. Wie so alles begonnen hat, so endet auch alles im Anwesen des Thomas. So, ein faszinierender Name. Nur den blöden Schaltergedöns muss ich wieder drücken. Ist ja auch furchtbar hier. Wenigstens das hätten sie ja für mich offen lassen können. Aber nein! Ja, toll. Ich werde nicht lügen, ich habe halt damit gerechnet, allein schon, weil ich da hinten den Pilz gesehen habe. Na, komm schon. Also ja, das fand ich jetzt ein bisschen lame, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich wäre davon weg gewesen, aber passt schon. Ich sollte scheinbar einfach nur in die Nähe gehen. Alle Schalter sind gedrückt. Damit ist jetzt hoffentlich der Weg frei. Wer weiß das schon, wir sind ja nie darüber hinweggekommen. Als wir es versucht haben, wurden wir ja, naja, unsanft geweckt, wenn überhaupt. Es ist ja nie was passiert. Aber dass da oben drei Schlangen sind, habe ich drei einzelne Schlangen gedrückt und deswegen habe ich drei Schlangen gedrückt. Ah. Wie auch immer. Hauptsache Geld. 593, ja, war. Also es läuft geldtechnisch schon ganz gut, ne? 599, irgendwie habe ich es aber auch mit dieser Zahl, ne? Hier ist eine Falle, hier ist eine Falle. Ja. Auch nicht wirklich was aus oder so. Kass absolut gar nichts. Geld. Geld, das sich plötzlich aus dem Geländer geglitscht hat. Naja, gut. Ist egal, Geld ist Geld. Muss ja nicht. Flammenwerfer. Aha. Naja. Oder ist es die Fußbodenheizung für den. Naja, für das Stockwerk über uns. Könnte ja auch sein. Flammenwerfer nach oben richten, Decke ein bisschen anzünden, aber dafür sorgen, dass oben dann schön warm ist. Ich halte das für potenziell möglich, aber auch für furchtbar dämlich. Keine Ahnung, was da unten ist. Ich würde es doch nicht unbedingt herausfinden.
Nicht, dass ich den ganzen Weg wieder nach oben laufen muss. Nee, lass mal. Ah, ja, da. Die Unterredung gehabt mit dem netten kleinen Herrn Claudel. Der sich nie namentlich vorgestellt hat. Also weiß ich nicht, woher er den Namen wusste. Der Philippe. Ne, nur mal so angemerkt. Warum hängt da Kate im Bild? Ich würde schon sagen, warum hängt da Geld im Bild und warum kriege ich das... Ah, ich muss gegen die etwas kämpfen, alles klar. Also in der Theorie muss ich natürlich nicht gegen sie kämpfen, aber wenn ich schon da runterspringe, dann muss ich auch gegen die kämpfen. Na, ist immer... Ich habe ja niemanden für diese Entscheidung zu verurteilen, außer mich selbst. So, durch da. Aufgerüstet. Jetzt sind es zwei Fallen. Die nicht funktionieren oder nicht funktionieren wollen, was auch immer. Ist ja nicht mein Problem. Ich bin ja auch nicht derjenige, der unter Umständen ausgeraubt wird. Ja, richtig. So. Jetzt nicht treffen lassen von den Säulen. Ah, stimmt, danke. Ah, es geht doch. Der Kombi ist lernfähig. Jeder, der da vor dem PC sitzt, sagt sich jetzt, meine Fresse, er kann's ja endlich. Ich bin doch stolz drauf. Ja. Bisschen glitschige Tür, aber ist ja egal. Das tut weh, ich hasse es, ich hasse dieses Schwert. Ich hasse es, gehasstes Ding. Zerstöre, töte, zerstöre. Ah! What the fuck? Oh, es hat noch Gesicht und eine Nase am Hals, Oberkörper, wie auch immer. Was für ein Narr. Du bist vom Menschen zum Monster geworden. Warum? Ja, ich hasse es. Es ist schon wieder einer. Ja. Ernsthaft, was war das denn für eine Aussage? Also wäre das schon zigtausend Mal bei ihm passiert. So, ah, schon wieder. Wow. Komische Sichelflugattacke hier, Alter. Aha. Also muss ich drauf warten, bis ich seinen verwundbaren Oberkörper treffen kann. Alles klar. Mache ich zwar gerade mehr schlecht als recht, aber naja. Wow, 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 okay, okay, alles klar. Läuft ja echt mit dir. Ja, das fand ich jetzt aber nicht nett. Möchte ich nur an mehr. Ultimative Ausweichbreit Nummer 1, ne? Ja, oder auch nicht. Also in der Theorie funktioniert das, was ich da machen will. Es ist halt nur, es müsste ich auch super gut timen. Ungefähr so. Dann geht das. Dann mach mal das denn ist. Und ich müsste natürlich weit genug wegstehen, damit ich überhaupt erstmal nicht getroffen werden kann. Das ist schon der erste Bosskampf, der mich hier fast umbringen könnte. Schon unglaublich.
zwar nur fast, aber Hut ab für Thomas. Also, das war heftig. Ah, Heilungsstufe 2. Du erneuerst mehr GP und kannst Gespenster verwunden. Lohnt sich nicht, es sei denn, ich bin mit denen eingesperrt, aber ja, wir können dann halt Gespenster verwunden. Das Schwert ist nicht hier. Was? Mein Körper? Gelähmt. Ich kann nicht sprechen. Na, ich muss es wohl selbst suchen. Das Schwert ist... Alter, wie soll man hier etwas finden? Aber warum? Ich bin ein Halbdrache. Wie konnte ich verlieren? Gut, ich muss suchen. Wenn ich das Schwert nicht finde, dreht meine Mutter durch. Dreht die nicht auch durch, weil du verkleidet abgehauen bist? Oder ist das wieder zu normal? Du bist vollkommen nutzlos. Ist das das Ergebnis eines missratenen Versuches, Mensch und Drache zu kreuzen? Ich bin kein Halbdrache. Man hat mich betrogen. Auf Wiedersehen, missratener Versuch. Ihn nur anzusehen, ist kaum auszuhalten. Geben wir dem Balk etwas zu spüren. Wie auch immer. Tja, kein Schwert ist schlecht. Direkt ein Bosskampf im Anschluss ist vielleicht auch nicht unbedingt so gut nach meiner Leistung gerade. Wer bist du? Warum hast du mein Schwert? Du hast es also vergessen? Wir sind uns schon begegnet. Ist auch egal. Ich nehme mir das Schwert, wenn ich dich getötet habe. Ah, jetzt erinnere ich mich. Du warst dieser Kurze. Nenn mich nicht Kurzer, du Balk. Nenn mich nicht Balk, du Kurzer. Komm raus, Drache. Könntest du jetzt nicht einfach kämpfen? Naja. Das ist in Ordnung, ist halt nur... Ich hätte jetzt gesagt, dass er mich einfach bekämpfen könnte. Er wollte mich ja umbringen. Das ist nicht ein Flugsaurier. Ah, diesmal ist es ein Drache. Wie machst du das nur, Kurzer? Nenn mich nicht Kurzer! Mein Name ist Clausel und es ist ein guter Name. Clausel. Genau, Diener des mächtigen Daharka, der Halbdrache Clausel. Ich werde euch Menschen alle töten und die Welt von Abschaum befreien. Vergiss meinen Namen nicht, auch wenn du zur Hölle fährst. Los, Drache, töte ihn! Ha, ich werde die Macht dieses neuen Schwertes an deinem Körper erproben. Habe ich das nicht theoretisch schon an Dämonen und dem Zoma-Heini gerade? Egal. Ja, jetzt muss ich also zusehen, dass ich Sturm relativ verletzt noch vernichte. Naja, gut. Vielleicht macht Sturm ja nichts allzu Schlimmes. Wer weiß das schon so genau. Ich meine, das Gefährlichste ist ja theoretisch die Giftbrühe hinter mir. Okay, ich wollte schon sagen, macht jetzt echt nichts.
Ja. Könnte echt gefährlich werden. Ich merke das schon. Ja, da kam ich nicht mehr weg. Verdammt. Zwei Game Over schon. Also den zähle ich aber wenigstens. Die komischen Glitch-Tote weigere ich mich tatsächlich anzuerkennen, aber das hier ist halt was komplett anderes. Da bin ich halt reingerutscht. Den Kampf hätte ich ja gewinnen können. Hab ich aber nicht. Also. Ja, fast schon zu weit. Ja, ne? Naja, Mister, ich bin ein Flugsaurier. Naja, immer schön dagegen anlaufen. Und schon haben wir das erste Problem gelöst. Naja. Vielleicht jetzt nicht die beste Idee, die ich hatte. Aber das macht ja noch mehr Schaden, das Auto. Aber jetzt kann ich mich wenigstens heilen. Also, so ist ja nicht. Nee, also irgendwie. Ist die Ausweichidee gut, aber irgendwie setze ich das furchtbar schlecht um. Muss man ja mal gesagt haben, ne? Man muss tatsächlich mir da, wo ich Mist baue, unter die Augen halten. Da brauchst du irgendwie echt einfach nur Mist. Soll das eigentlich ein Sonar darstellen oder was? Dass mich das da hinten aber echt noch trifft, finde ich unglaublich. Muss ich ja mal gesagt haben. Also sind wir jetzt wieder in der, ich kann nicht verprügeln Phase. Drehen wir uns halt alle zusammen im Kreis, ist auch in Ordnung. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Okay. Oh, ich hätte fast gedacht, ich wäre zu früh geschwungen, aber das ging ja. Schöne Sache. Ich würde gerade sagen, nein, zu früh gesprungen, aber es war völlig in Ordnung. Man sollte doch meinen, mit dem Schwert könnte ich ihn mal relativ leicht den Hals durchtrennen bei dem dürren Ding, aber naja. Spiel wollte nicht, also was soll's. Das kann nicht sein. Mein Drache ist geschlagen. Obwohl du nicht einmal die wahre Macht des Schwertes kennst. Narr. Idiot. Niemals werde ich das andere Schwert zurückgeben. Was meinst du mit die wahre Macht des Schwertes? Gibt es wirklich mehrere? Aua. Narr, ich weiß es nicht. Und wenn es Jahrhunderte dauert, ich räche mich, ich kriege das Schwert. Ja, dann mach du mal, ne? Hey, lass mein Schwert da. Wenn ich ohne es zurückkomme, dreht meine Mutter durch. Das ist mal Motivation, ne? Mist, er ist verschwunden. Rache nach Jahrhunderten? So lange lebe ich gar nicht. Hat er zwar recht, aber
Felipe rettete das Reich von Girard und alle huldigten ihm. Ich jetzt Gott! Er hielt um Jeans Hand an und sie willigte ein. So wurden Girard und Raxis vereint. Es war die Geburtsstunde eines starken Landes. Gemeinsam versuchten sie, die Bedeutung von Clausels Worten über die wahre Macht des Schwertes zu entschlüsseln. Die Zeit verging und ihre Bemühungen wurden fortgeführt von ihren Kindern, den Zwillingen Anna und Michael. Oder Michael. Wenn ich schon alles Deutsch aussprechen will, dann kann ich auch sagen Anna und Michael und nicht Anna und Michael. Kann ich, muss ich nicht. Nur, ihr wisst schon. Vereitete die Ränke von Thomas und den Dämonen. Er schlug einen Drachen. Er schlug einen Drache, aber. Ne. Bei seiner Verlobung mit ihr gab Felipe sein Schwert für sie und das Reich. Nein, er gab... Ist ja egal. Ihr wart dabei. Die Zwillingstochter von Kaiser Felipe und Kaiserin Jean von Girard. Dragonweller CD2. Ich werde dann jetzt die CD wechseln. Und beim nächsten Mal gibt es dann Kapitel 4. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Hallo, liebe Drachenjäger, und willkommen zum Outro von Dragonweller. Wenn euch dieses Spiel gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, kommentiert es oder abonniert mich. Unten in der Beschreibung habe ich noch weitere Playlisten für euch mit Link zusammengesucht. Ihr könnt euch also gut genug austoben. Bei mehr als 100 Projekten sollte das auch kein Problem sein. Und ansonsten klickt auf Next, um das nächste zu sehen. Bye bye.